Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows mit einem neuen Wochenrückblick, den ich in dieser Woche schon am Freitagvormittag aufgezeichnet habe. Sollte also zwischen Freitagvormittag und Sonntagnachmittag, wenn dieses Video bzw. der Podcast dann offiziell erscheint, noch irgendwas super Spannendes passieren, dann ist das leider zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch an mir vorbeigegangen. Wir haben aber trotzdem jede Menge spannende Themen diese Woche. Wir reden einmal über die aktuellen Quartalszahlen von Microsoft. Wir rätseln ein wenig über den tatsächlichen Marktanteil von Windows 11. Wir sprechen über die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft. Da ist in dieser Woche ein entscheidender Schritt passiert. Und last but not least, und unser heutiges Hauptthema, das auch die Überschrift gesponsert hat, ist eine mutmaßliche Politposse um den Einsatz von Microsoft 365 an den Schulen in Baden-Württemberg. Ja, volles Programm. Dann starten wir auch direkt durch und fangen an mit den aktuellen Geschäftszahlen von Microsoft. Da muss ich jetzt so ein bisschen hier auf meinen Spickzettel schauen, denn viele Zahlen, wie immer, die man nicht unbedingt alle im Kopf behalten kann. 49,3 Milliarden US-Dollar hat Microsoft eingenommen im letzten Quartal. Man muss an der Stelle immer mal wieder kurz erklären, was die Leute regelmäßig durcheinander bringt. Das erste Quartal des Kalenderjahres 2022 war das dritte Quartal des Geschäftsjahres von Microsoft, weil bei denen geht das Geschäftsjahr immer vom 1.7. bis zum 30.6. und demnach sind wir jetzt quasi in das vierte Quartal eingetreten. Und im dritten Quartal hat Microsoft, wie gesagt, 49,3 Milliarden US-Dollar eingenommen, 18% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und der Gewinn ist sogar um 19% gestiegen auf 20,3 Milliarden Dollar. Da möchte man immer gern ein bisschen was abhaben, ne? Einmal mehr Spitzenreiter beim Umsatz war der Cloud-Bereich. Intelligent Cloud nennt Microsoft das. Da ist also natürlich Microsoft Azure drin. Allerdings muss man auch immer wieder dazu erwähnen, Microsoft versteckt auch seine Umsätze mit dem klassischen Servergeschäft hier im Bereich Intelligent Cloud. Ist also so ein bisschen getürkt. Der Wert nichtsdestotrotz 19,1 Milliarden Dollar sind hier in die Kassen geflossen. 26% betrug das Umsatzwachstum und Microsoft Azure hat mit 46% Wachstum dazu beigetragen. Das sind nicht mehr die Zahlen 80-90% Wachstum, die wir noch vor 2 Jahren hörten. Allerdings ist es natürlich auch klar, je größer das Geschäft wird, umso schwieriger ist es natürlich relativ noch so extrem zuzulegen. Und daher glaube ich, dass die 46% relativer Zuwachs in absoluten Zahlen mehr sind als das, was wir vor 2-3 Jahren noch als 80 oder 90% Zuwachs gehört haben, als das Cloud-Geschäft von Microsoft nämlich noch sehr klein war. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Productivity and Business Processes, heißt dieser Geschäftsbereich, da ist zum Beispiel Office drin. 15,8 Milliarden Dollar hat man da eingenommen, 17% mehr als im letzten Jahr. Interessant sind hier an der Stelle vielleicht auch die Zahlen aus dem Consumer-Bereich. Hier hat Microsoft nämlich jetzt insgesamt, wo sind sie denn nun? Da sind sie 58,4 Millionen Abonnenten weltweit, die also Microsoft 365 Personal oder in der Familienvariante benutzen. Das ist auf der einen Seite natürlich ganz ordentlich, wenn man überlegt, dass diese 58 Millionen mutmaßlich alle zwischen 50, 70 und 100 Euro im Jahr zahlen. Wir wissen natürlich nie genau, wie viel kostenlose Probeabos in der Zahl mit drin stecken, aber diese Zahl wächst wirklich auch kontinuierlich an. Das heißt, dieses Geschäft ist durchaus, auch was die echten Abonnenten angeht, ein Wachstumsmarkt. Wenn man das mal auf den Weltmarkt bezieht, dann sind 58 Millionen eigentlich gar nicht so viel, was wiederum bedeutet, dass da noch für die Zukunft jede Menge Potenzial drin steckt. Und damit kommen wir zum zwar umsatzmäßig kleinsten Bereich, aber der gerade für unser Publikum hier bei Dr. Windows immer der interessanteste ist, der nennt sich nämlich More Personal Computing. Auch hier hat man 11% zugelegt und 14,5 Milliarden Dollar umgesetzt. Das ist ja immer noch eine ordentlich stattliche Zahl. Interessant ist, dass die OEM-Lizenzen, also Windows-OEM-Lizenzen, um 11% geklettert sind, während eigentlich der PC-Markt sich im ersten Quartal so ein bisschen beruhigt hat. Das heißt, die Absätze gerätemäßig sind an der Stelle zurückgegangen. Allerdings ist da auch immer so ein bisschen Versatz drin. Also die verkauften OEM-Lizenzen sind nicht automatisch immer auch das, was an Geräten dann tatsächlich über die Ladentheke geht. Nichtsdestotrotz, auch in dem Bereich geht es, wie gesagt, aufwärts.
Die Surface-Sparte hat um 13% zugelegt. Eine absolute Umsatzzahl hat man uns an der Stelle nicht genannt. Das ist immer so Rosinenpickerei. Das macht jedes Unternehmen, wenn es seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Also es wird immer die schönere Zahl genommen. Ja, wenn man mit dem Umsatz eigentlich nicht so zufrieden ist, aber zumindest gewachsen ist, dann sagt man, hey, Wachstum, so und so viel Prozent ist es nach oben gegangen. Tatsächlich hat aber Amy Hood, die Finanzchefin von Microsoft, in einem Analystencall, der nach der schriftlichen Bekanntgabe der Quartalszahlen stattgefunden hat, in der Tat gesagt, dass man nicht so ganz zufrieden war mit dem Surface-Absatz, dass er die Erwartungen nicht erfüllt hat, dass man aber davon ausgeht, dass es im nächsten Quartal ein kleines bisschen besser wird. Bei den Xbox-Geschichten ist es so 14% mehr Umsatz. Bei den Konsolen, sorry, habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man im letzten Jahr um die Zeit keine Konsolen kaufen konnte. Also die Xbox Series X ist ja nach wie vor sehr schwierig zu bekommen und die Xbox Series S war auch vor Jahresfrist fast überall ausverkauft. Die kriegt man jetzt relativ problemlos und die dürfte dann mutmaßlich auch die Hauptursache dafür sein, dass man bei den Konsolen jetzt eben diese 14% zugelegt hat. Bei den Xbox-Diensten, wo auch der Game Pass dazugehört, hat man nur 4% mehr eingenommen. Man hat noch mit so ein paar anderen Zahlen um sich geworfen. 10 Millionen Spieler, die Games gestreamt haben über die Cloud. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Rosinenpickerei. Das Ganze klingt so zwischen den Zeilen so ein bisschen, als ob Microsoft noch nie so richtig zufrieden ist mit dem, was der Game Pass so abwirft und was die Akzeptanz des Cloud Streaming angeht. Aber Cloud ist ja noch ein sehr junger Markt, da brauchen wir uns im Moment überhaupt noch keinen Kopf drüber zerbrechen. Der Game Pass allerdings soll ja für Microsoft schließlich das im Gaming-Bereich werden, was Microsoft 365 im Privatkunden- und im Geschäftskundenbereich ist. Von daher, ja, werden Sie sich da sicherlich noch anstrengen. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, wenn ihr bei Amazon, habe ich es am häufigsten gesehen, es ist fast egal, was man da momentan kauft. Ich habe es tatsächlich auch bei Zubehör und so weiter entdeckt. Bei ganz vielen Produkten ist immer so ein Monat kostenloser Game Pass dabei. Das bedeutet für mich schon, dass man da ziemlich aggressiv bei der Sache ist und ja, da die Abonnentenzahlen pushen möchte, weil man vielleicht noch nicht so ganz mit dem Status quo zufrieden ist. Aber warten wir es ab. Wir werden dann erfahren, dass Microsoft glücklich mit den Zahlen ist, wenn sie uns wieder welche verraten. Vielleicht wird das ja schon im nächsten Quartal passieren. So, jetzt haben wir sehr lange über die Microsoft-Quartalszahlen gesprochen. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Da geht es um Windows 11 und um seine aktuelle Verbreitung. Auch da kann man kurz nochmal den Bogen spannen? Hat Microsoft diese Woche drüber gesprochen, bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen, haben aber auch wieder so nebulös rumgedruckst und haben gesagt, die Zufriedenheit wäre die beste mit Windows 11 und noch nie hätten Firmenkunden ein neues Windows so schnell angenommen, wie das bei Windows 11 der Fall ist. Bla, bla, bla. Wir würden gern nackte Zahlen hören und hören auf, wie vielen Geräten ist denn Windows 11 schon drauf, wie hoch ist der tatsächliche Marktanteil. Das verrät uns Microsoft nicht, was uns wiederum sagt, dass es noch nicht allzu viel wahrscheinlich ist. Gleichzeitig muss ich aber auch erwähnen, dass ich davon ausgehe, dass es Microsoft völlig egal ist, wie weit Windows 11 verbreitet ist, vielleicht sogar im Gegenteil. Aber dröseln wir die ganze Sache mal erstmal kurz auf. Aufhänger, warum ich das Thema heute überhaupt bespreche, ist die neue Statistik von dem Werbenetzwerk AdDoublex. Die veröffentlichen ja jeden Monat, fast jeden Monat, so ihre Statistiken, die sich darauf beziehen, also die sie aus den Apps gewinnen, die ihre Werbetechnologie nutzen. Das Ganze ist also nicht repräsentativ. Dort kommt Windows 11 auf einen Anteil von 19,7%. Das ist garantiert so hoch, da gehe ich jede Wette ein. Dieser Wert stagniert aber schon seit 2 Monaten. Letzten Monat waren es, glaube ich, 0,1%, die Windows 11 dazugelegt hat und diesen Monat 0,4. Das wiederum halte ich für durchaus möglich. Offizielle Zahlen haben wir, wie gesagt, nicht. Der zweite Wert, den wir haben, ist StatCounter. Bei denen steht Windows 11 momentan bei 8,9%. Das ist ein Wert, den ich schon eher für realistisch halte. Vielleicht sogar aber auch noch ein kleines bisschen zu hoch gegriffen. Wir werden es, wie gesagt, erst dann erfahren, wenn uns Microsoft mal eine konkrete Zahl nennt, was sie mutmaßlich nicht tun werden. Und die Verhältnisse sind aber an der Stelle auch ganz andere. Also als Windows 10 rauskam, wollte Microsoft das pushen.
Teilweise hat man die Leute auch genervt. Ihr könnt euch vielleicht selbst noch erinnern, gab es diese Get Windows 10-App, die die Leute immer wieder darauf hingewiesen hat: Hey, du kannst upgraden, mach doch jetzt. Das passiert bei Windows 11 nicht. Es gibt zwar einen Hinweis unter Windows Update, wenn das Upgrade verfügbar ist, aber man wird nicht in irgendeiner Form gegängelt oder gedrängt, dieses Upgrade jetzt durchzuführen. Und ich persönlich glaube, dass das auch noch eine ganze Weile so bleiben wird, weil ich kann es immer nur wieder sagen, Windows 11 ist in erster Linie erfunden worden, um neue Hardware zu verkaufen. Und an dieser Zielvorgabe hat sich garantiert nichts geändert. Das Weihnachtsgeschäft war der große Aufhänger. Aber auch jetzt glaube ich, dass Microsoft nach wie vor eher daran interessiert ist, dass sich Leute neue PCs kaufen mit Windows 11, anstatt dass sie ein Upgrade durchführen. Und darum glaube ich persönlich, dass Microsoft noch längere Zeit nicht so sehr aufs Gas drücken wird, um den Leuten Windows 11 auf ihrem bestehenden Gerät schmackhaft zu machen, sondern man wird eher so ein bisschen darauf setzen, dass die Leute sich neue Geräte kaufen. Denn wie gesagt, das ist der einzige Zweck, warum das Windows 11 überhaupt gibt. Damit machen wir einen kurzen Abstecher in den Gaming-Bereich und sprechen über die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft. Diese Übernahme, diese geplante, hat in dieser Woche eine wichtige Hürde genommen. Die Aktionäre haben den Deal nämlich abgesegnet. 95 Dollar US-Dollar je Aktie will Microsoft bezahlen. Das macht dann in Summe fast 69 Milliarden Dollar und wird, so denn die Kartellbehörden nichts dagegen haben, die größte Übernahme in der Technikindustrie aller Zeiten. Das liegt noch vor uns. Jetzt, wie gesagt, haben erstmal die Aktionäre grünes Licht gegeben. Mit 98-prozentiger Zustimmung haben sie das abgesegnet. Und diese hohe Zustimmung ist zumindest so ein klein bisschen überraschend, denn es gab ja durchaus Misstöne. Einige Aktionäre haben sogar geklagt, weil sie der Meinung sind, dass sie hier übervorteilt wurden, dass also das Angebot von Microsoft nicht dem tatsächlichen Kurswert des Unternehmens entspricht. Und in diese Kerbe hat in der letzten Woche auch ein Investorenunternehmen reingehauen und hat den Aktionären ausdrücklich empfohlen, gegen diese Übernahme zu stimmen. Genützt hat es nichts, wie wir jetzt wissen. Wie gesagt, diese Hürde ist genommen und jetzt beginnt natürlich das eigentliche Geschäft. Das heißt, jetzt müssen die Wettbewerbsbehörden ihre Arbeit aufnehmen, müssen den Deal prüfen und das Ganze wird noch sehr lange dauern. Microsoft geht davon aus, dass man erst so circa Mitte 2023 diesen Deal dann tatsächlich in trockenen Tüchern haben wird. Und bis dahin kann natürlich auch noch eine ganze Menge passieren. Ich schaue auf die Uhr. Sendezeit, die übliche Länge ist schon fast vorbei und wir fangen jetzt erst mit dem Hauptthema an. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld. Anfang der Woche hat sich mal wieder ein Datenschutzbeauftragter zu Wort gemeldet und hat quasi verboten, es war der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, und hat den Schulen in Baden-Württemberg quasi verboten, ab dem neuen Schuljahr Microsoft 365 einzusetzen. Grund dafür sind nicht ausgeräumte Bedenken, was den Datenschutz angeht. Es gab da im letzten Jahr eine Untersuchung und da waren es in erster Linie Bedenken, die nicht so richtig ausgeräumt werden konnten. Nach dem Motto, fließen die Daten vielleicht doch irgendwo hin, wo wir sie nicht haben wollen? Würden zum Beispiel in der Telemetriedatenauswertung irgendwelche benutzerspezifischen Dinge ausgewertet, was dann gegen die DSGVO sprechen würde. Da kam man zu keinem guten Ergebnis und deswegen erfolgte jetzt eben die Weisung. Was im Nachgang passiert ist, ist allerdings so ein bisschen schon nebulös. Also zum einen hat sich Microsoft zu Wort gemeldet, die haben mir am Dienstag eine schriftliche Stellungnahme geschickt und haben gesagt, diese Auswertung ist vom letzten Jahr, diese Ergebnisse halten wir nicht mehr für aktuell. Wir sind außerdem der Meinung, dass man Microsoft 365 durchaus DSGVO-konform einsetzen kann und wir wollen mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen und die bestehenden Bedenken aus dem Weg räumen. Das können wir doch in die Marketing-Schublade stecken. Natürlich will Microsoft sein Produkt verkaufen und will in der Öffentlichkeit gut dastehen damit. Von daher ist es völlig okay, dass sie das behaupten. Und jetzt müssen da eben Gespräche geführt werden. Und wer weiß, vielleicht findet man da ja sogar noch in irgendeiner Form eine Lösung. Es gab aber Kritik, und zwar von den Betroffenen. Der Berufsschullehrerverband von Baden-Württemberg hat sich beispielsweise zu Wort gemeldet und hat diese Entscheidung enorm kritisiert. Hat gesagt, wir brauchen beides. Wir brauchen Open Source Software an den Schulen und wir brauchen aber auch lizenzierte Software. Wir wollen einfach die
eine Auswahl haben. Wir wollen die Schüler optimal auf das Berufsleben vorbereiten und dazu brauchen wir eben alles, was es auch am Markt so gibt. Und Verbote helfen da nicht weiter. Dem würde ich einfach mal so zustimmen. Ich bin ja kein Datenschutzbeauftragter und muss auf diese Belange keine Rücksicht nehmen. Ich kann es auch nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich viel zu blöd für, um jetzt hier eine Beurteilung abzugeben, inwieweit ja, Microsoft 365 jetzt datenschutzkonform ist oder nicht mehr. Dafür gibt es ja die Leute, die diesen Job machen. Und ich finde es auch durchaus in Ordnung, wenn ein Datenschutzbeauftragter sagt, nee, habe ich Bauchschmerzen mit, rate ich davon ab. Das ist sein Job. Nicht sein Job ist es, sich irgendwelche Gedanken zu machen, was das für Auswirkungen hat. Das machen dann wieder andere. Allerdings sollte man in solchen Bereichen dann doch vielleicht miteinander reden, bevor man an die Öffentlichkeit tritt. Und genau das ist der Punkt, der mir hier so sauer aufstößt. Das Kultusministerium von Baden-Württemberg hat sich nämlich jetzt mit einer erklärenden Pressemitteilung später zu Wort gemeldet und hat gemeint, ah, also war das ja gar nicht gemeint, das ist gar kein generelles Verbot, sondern damit sollte nur gesagt werden, dass die rund 40 Schulen sind es übrigens, die Microsoft 365 einsetzen. Da soll jetzt individuell der Einzelfall betrachtet werden und da wollen wir uns das im Detail angucken und dann vielleicht nach Alternativen suchen. Sehr weich gespült schon wieder das Statement des Datenschutzbeauftragten. Wie gesagt, ich finde es sehr unglücklich, dass der hier vorprescht und das Kultusministerium dann mit einer Pressemitteilung zurückgrätscht. Vielleicht sollten die beiden sich einfach mal an den Tisch setzen und dann zu einer abgestimmten Vorgehensweise und einer abgestimmten Kommunikation vor allen Dingen finden und dann auch einfach mit gemeinsamer Stimme da nach außen sprechen, um die Verwirrung klein zu halten, denn das ist das, was mich wirklich am meisten sauer macht an der Geschichte. Es gibt dann wieder am Ende nur Verlierer. Ich ahne schon, was passieren wird. Man wird die ganze Sache wieder noch weiter weichspülen und ausdiskutieren. Am Ende wird dann wahrscheinlich Microsoft 365 doch im neuen Schuljahr noch an den Schulen im Einsatz sein. Und geklärt wird mal wieder nichts. Und die es ausbaden müssen, nämlich die Lehrer und die Schüler, die bleiben weiterhin so ja, zwischendrin hängen. Ich habe diese Woche noch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, als Lehrer fühlt man sich irgendwie, als würde man ständig mit einem Bein im Knast stehen, weil man nicht weiß, welche Software das man jetzt denn tatsächlich verwenden darf. Und das ist das eigentlich Dramatische. Und ich sage das auch in den Diskussionen immer wieder. Ich persönlich stehe ja vielleicht immer unter dem Verdacht, wenn es um Microsoft 365 geht, dann, oh, da der ich Dr. Windows hier, ist ja eh Fanboy und natürlich macht er hier den Anwalt für Microsoft und redet das alles klein. Ich kann es nur in aller Deutlichkeit sagen, mir persönlich ist es piepwurst egal, ob an einer Schule Microsoft 365 oder Microsoft Office oder irgendwas verwendet wird. Ich wünsche mir einfach nur, dass man endlich mal die Möglichkeiten ausnutzt, die nun mal im Rahmen der Digitalisierung da sind. Und was das dann für Software ist, ist mir völlig Wumpe. Wichtig ist für mich, dass man den Schülern Medienkompetenz vermittelt. Und ich kann auch dieses Argument nicht gelten lassen, das immer wieder vorgebracht wird, nämlich, ah, wir nehmen einfach Microsoft Office, weil das ist das, was dann nachher in den Betrieben sowieso der Standard ist. Das heißt, damit müssen die Schüler irgendwann sowieso arbeiten, können sie es ja auch gleich in der Schule lernen. Halte ich nicht für zielführend. Nein, weil wer Medienkompetenz hat, wer mit Software umgehen kann, der kann Software gleichermaßen bedienen wie Software B, ist vielleicht allenfalls ein kurzer Lernprozess. Darum geht es überhaupt nicht und das darf auch bei der Entscheidung und bei der Auswahl, was man nachher in den Schulen einsetzt, überhaupt keine Rolle spielen, sondern man muss einfach die Möglichkeiten ausreizen und wie gesagt, man sollte miteinander reden und sollte nicht über die Presse miteinander kommunizieren, denn das ist dann immer sehr unschön. Ich bin gespannt, wie es an der Stelle weitergeht und bin ganz sicher, wir werden an dieser Stelle auch nochmal über das Thema sprechen. Okay. Damit bin ich durch für diese Woche. Ich bedanke mich einmal mehr ganz herzlich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen. Ich hoffe, es war wieder mal was Interessantes dabei und es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche dann hoffentlich an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.